Okay. Ja, ein Schlüsselstein für den Ausgang. Die Tiefe in diesen Schlüsselsteinen geätzte Glyphe weist darauf hin, dass der Stein einen versteckten Durchgang, der tiefer in die Verliese herbeiführt, freigibt. Oh, ja, das wäre irgendein Schlüsselstein, damit man rauskommt schneller. Dass man nicht immer durch die ganzen Ebenen laufen muss. Schade. Aber gut, was war da noch? Davon haben wir inzwischen echt zu viele, die können wir verkaufen. Der Schlüsselstein kann auch zu Minsk, der kann dahin. Der kann zu Girugon. Kann weg. Hast du noch Platz? Ja, tauschen wir doch mal Tränke gegen Schlüsselsteine, weil die Schlüsselsteine wiegen recht viel. So. Also da ist zwar noch ein bisschen Loot, aber das verkneife ich mir jetzt mal. Du kannst Immun heilen. Dann schauen wir uns die Tür mal an. Oh. Munition. Na gut. Auch wenn wir unsere Armbrust nicht wirklich häufig benutzen, können wir verkaufen. So. Da unten ist eine abgeschlossene Tür wahrscheinlich. Eine mit Falle? Nee. Normalerweise, wenn die rot waren, dann musste man irgendwas drücken, damit die aufgehen. Aber die geht so auf. Noch ein Buch. Keine Falle. Okay. Fühlt keine Wärme. Ist das ein Hinweis, dass jetzt Feuerballwellen kommen oder wie? Ah, da ist schon mal was rot. Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Aber keine Falle. Fehlt hier einfach nur die Schmiede oder dergleichen. Ups. Und Tote, okay. Aber das sind nur düstere Schrecken. Helfer mit da. So weit, so gut. Mach mal Platz. Immun muss durch. So. Und Fallen suchen. Skelette. Normalerweise, immer wenn Skelette auf dem Boden lagen, waren irgendwo Doppelgänger in der Nähe. So, als wenn die sich häuten würden. Du kannst auch irgendwie angreifen. Au. Nein, 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 da ist irgendwie eine Falle. Schön stehen bleiben. Eine Falle, die man öfters auslösen kann. Weg. Okay, danke, düster Schrecken, dass wir da nicht reingedappt sind. Also hier irgendwo war das, ne? Ihr könnt so lange looten. Auch wenn eine Silberhalskette nicht unbedingt viel wert ist. Na, immer noch keine Falle. Na gut, einen großen Schritt näher ran. Da ist die Falle. Ja, schön. Allesamt dahin. Okay. Und da geht's runter. Sind wir hier mit schon fertig? Nee, noch lange nicht. Es ist hier war der Schalterraum. Na gut, keine Falle bisher. Aber ein Zwerg mit einem flammenden Schwert. Und Statuen und Skelette. Erstmal die Falle entschärfen. So. Dann kommen alle hier rein. Gucken zu dem komischen Typ mit dem flammenden Schwert. Und Girugon spricht ihn mal an, weil er am charismatischen ist.
Man muss aufpassen, wo hier man trägt. Der sagt nichts, macht nur komische Schlaggeräusche. Okay, die scheinen den Leichnam da zu bewachen. Und ich wette, wenn wir eine von den Kisten anrühren, greifen sie uns an. Imoen, du willst bestimmt noch was Böses anstellen, oder? Machen wir einen Unsichtbarkeitstrank bereit. Weil den magischen Geschossstab benutzen wir eh fast gar nicht mehr. So, abspeichern, Fallen suchen und gehen wir da rein. Wenn ich könnte, würde ich sie stoppen. Ah, jupp. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Och nö. Na gut, dafür haben wir den Trank. Den kriegt jetzt Immerhin. Und drück die Daumen. Falle entschärft. Ah. Okay, 4 Zwerge mit Flammenschwertern. Ja, wusste ich's doch. Du machst dich unsichtbar. Und die geht dahin. Und warum greift man die Jungs nicht an? Und sie ist langsam. So, damit dürften wir alles abgedeckt haben. KI aus. Du dahin, du dahin, du dahin. Und jetzt geht's los. Immun weg. Weg, 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 weg. Und die machen gut Schaden. Und die Tür ist aufgegangen. Zu viele Informationen. So. Eine Segnung hat sie nicht mehr. Dann heil mal Gerogon. Und du mach magische Geschosse. Oder nee, noch besser, mach Eile. Wow. Viel Schaden. Sehr viel Schaden. Kann sie gleich nochmal heilen. Auch wenn es nur leicht ist. Und du heilst dich selber auch. Und da kommt gleich noch einer von denen. Ach du Scheiße. Wenn einer schon eben so runterprügelt, will ich nicht wissen, was mit 2, 3... Oh oh. Lähmungsstab. Auf den da. Mit etwas Glück stirbt der ja gleich. Hust, hust. So, und du bist noch am Zaubern? Ja. Gleich noch ein Trank. Lähmung hat nicht funktioniert. Probieren wir nochmal. Auf den. Und du machst Furcht auf die. Auch wenn ich da nicht wirklich viel Hoffnung habe. Aber sonst kann sie nicht besonders viel anstellen. Also sie lähmt, sie fürchtet. Also fiert. Und der Rest knüppelt einfach drauf ein, ne? Ja gut. Hat nichts gebracht. Weder Lähmung noch 4. Und er wird auch ganz gut runtergehauen. Hahaha. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Heil ihn. Zwergenschicksals irgendwas. Magische Geschosse. Ja, die kriegen gut Schaden, aber sie scheinen sehr viele Lebenspunkte zu haben. So, benutzt mal deinen, was ist das? Heldentrank. Und Verwundbarkeitstrank, das klingt doch gut. Du nimmst den Heldentrank. Und Heiltrank und Heiltrank und weg. Boah, halten die viel aus. Und meine Leute haben alle Haste, also Eile. Und greifen doppelt so schnell an. Der müsste eigentlich schon 10-mal tot sein. So, du kannst fast nichts mehr machen. Wenn du Flammenstrahl machst, triffst deine eigenen Leute. Okay, versuch nochmal ihn festzuhalten. Du läufst weiter im Kreis und heilst dich. Okay, jetzt gehen sie auf Shahira, das ist gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Juhu, wir haben einen umgebracht. 2000 Erfahrungspunkte. Aber nee, das lassen wir dann erstmal. Böse, böse Immun und so. Ist ja nicht, dass ich neugierig gewesen wäre oder so. Gut, Immun lässt die Truhe in Ruhe. Wir lesen mal das Büchlein da.
Hier fiel Kiel der Legionentöter. Okay. Wir gehen einfach mal dezent dran vorbei. Und schauen nach Fallen. Also da geht's runter, da geht's durch. Geht's da durch? Ne, da ist eine Tür, aber da geht's nicht. Ha. Keine Tür, die man aufmachen könnte oder sonst was. Komisch. Na gut, keine Falle. Weiter geht's. Skelett ist schon mal nicht gut. Und da oben geht's. Na gut, erstmal nachrücken. So. Das wäre ein guter Platz für eine Falle und da auch. Aber bisher ist nichts. Nö. Eile. Eile mache ich erst, wenn wir irgendwas sehen. Hier kommt hinterher. Hier geht dahin. So, hier ist das Zimmer von der Tochter. Das heißt, von der Tochter geht es in einen Raum und wir kommen jetzt auf die andere Seite von dem Raum zu. Gut, vielleicht haben wir den Weg nach draußen gefunden, ohne dass wir durch die Türen hier durch müssen. Weil wenn wir schlafen, gehen die Türen ja zu. Also zumindest war es letztes Mal so. Das wäre echt praktisch. Und immer noch keine Falle. Sackgasse? Nee, da. Und Lava. Oh, Lava ist schon mal nicht gut. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Doch, musst du aber. Du musst nach Fallen suchen, genau da. Lava und eine Brücke. Zwei Brücken? Zwei Brücken über die Lava. Mit Zwergen drauf, die bestimmt keine Zwergen sind. So, weg. Weg, 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 weg. Träger vor. Ne, lass hier noch ein bisschen reinkommen. So. Jetzt Krieger drauf. Und jetzt Krieger Eile. Und der Rest schießt. So. Könnt ihr euch ruhig wieder als Doppelgänger ausgeben. Das macht gar nichts aus. So oder so stirbst du jetzt. War nicht noch ein dritter? Angriff Khaled. Dimensionstor. Ah. Der ist unsichtbar? Also so halbwegs zumindest. Oder kommt es mir so vor? Ne, der schimmert. Und er ist Bröckchen. Na gut. Fallen suchen. Drei Brücken über die Lava. Ha. Ich nehme mal die schwierigste, nur so für den Fall, dass hier irgendeine Falle ist, die man nicht erkennt. Weil das naheliegendste wäre, die Steinbrücke zu nehmen, weil sie halt am stabilsten ist. Okay. Nichts passiert. Shahira, gehen wir über die Holzbrücke. Gehen wir über die Steinbrücke. Toll, so viel zu meiner Theorie. Allesamt vor die Tür. Du bist ja ein komischer Kauz. Was? Weil ich die Party anordnen wollte? Und bitte lass einfach die Tür aufschwingen. Keine Schalter oder so finden. Ah. Oh, oder so. Ah, okay. Hier war der Raum mit den ganzen Statuen und den Fallen in der Mitte. Das waren wir doch schon mal, ne? Ich zumindest war hier schon mal. Und wir sind aber nicht in ihrem Zimmer gelandet, sondern in der... Doch, hier geht's zu ihrem Zimmer.
Falle nicht entschärft. Kann man sich dran vorbeidrängeln? Ja. Und bitte lass uns da durchgehen können. Nee. Ärgerlich. So. Aber der Weg führt jetzt in den Raum mit den Schaltern. Oh, sie ist mit der Falle rüber getapselt. So, der Rest kann nachrücken. Das Böse lautet hinter jeder Ecke. Man muss aufpassen, wo hier man dreht. Ja, das muss man auf jeden Fall, Minsk. Wir sind überall Fallen. Der ist auch gerade durch einen durchgelaufen. Oder sie. So, da lang. Und ja, das bietet sich an für eine Falle. Weiter. Ach, schön, schön. Ja, hier sind die ganzen Schalter. So, allesamt. Dahin. Und speichern wir mal unter einem neuen Slot ab. LP 75. So.